Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir gehen jetzt erstmal zu Liam. Und ist gar nicht so weit weg. Zu Liam und Mathilda und beenden endlich die Weinfeder. Ich dachte ja eigentlich, es wäre schon durch, aber wir mussten irgendwie auf einem Weingut noch zwei Aufgaben erledigen. Und deswegen ist es noch gar nicht offiziell abgeschlossen, was ich, wie gesagt, nicht mal andersweise mitbekommen hatte. Ich bin gespannt, was jetzt für eine, ja, für ein abschließendes Gespräch dann noch zustande kommt. Was ist denn das aber ein Zeichen? Ein Wappen? Hä? Ist das irgendwie ein offizielles Zeichen vom Hof? Oder soll das anzeigen, dass hier ein Unfall passiert ist? Oder... sehr merkwürdig. Egal. Ich habe eine Tochter, weißt du? Würde mich ja nicht wundern, wenn die beiden dann irgendwie zusammenkommen und ein Paar bilden. Moment, wir gehen aber erstmal zum Schmied. Meister Hexer, ich werde ewig in deiner Schuld stehen. Mein ganzes Leben lang. Erst hast du mich aus den Händen der Hanse befreit. Und jetzt blüht dank dir das Weingut auf wie nie zuvor. Dafür kriegst du einen sehr guten Preis für meine Waren. Ich bin gespannt. Was hast du im Karoberta-Wald gemacht? Und wie haben dich die Banditen gefangen? Nach dem Tod des Grafen hatte ich kein Geld mehr für Rohmaterial. Keine Fassreifen, keine Werkzeuge. Also bin ich mit ein paar Tagelöhnern in den Wald gegangen. In diesen Elfenruinen gibt es jede Menge Sachen zu finden, wenn man tief genug gräbt. Die Leute sagen, dass es dort spukt. Aber ich habe keine Angst vor Elfengeistern. Ein rationaler Mann. Rational oder abergläubisch, das spielt keine Rolle. Ich habe nun mal keinen einzigen Geist gesehen. Nur diese Hanse. Gut. Ich hatte wohl mehr Glück als Verstand, weil du gekommen bist und mich gerettet hast. Habe ich doch gerne gemacht. Zeig mir, was du hast. Doch gerne gemacht. Besser Mann, Geralt. Oder ich halt, weil ich ihn steuere. Ja, ich brauche nichts von deinen Sachen. Tut mir echt total leid. Und du hast auch nur 1270 Kronen. Das nervt auch, weil ich kann dann einfach so gut wie nichts verkaufen. Hier. Ha, Moment, wir brauchen aber Waffenreparatursets. Brauchen wir. Hat er zwar nur einmal, echt scheiße, aber brauchen wir, da wir das nicht oft haben, können wir halt auch das Gesellending noch mitnehmen. Das bringt jetzt auch nicht wirklich das fette Geld, aber besser als nichts, ne? Gut, und jetzt würde ich sagen, verkaufen wir erstmal die Sachen, die wir nicht brauchen. ...230, aber wiegt halt auch 8,9 Kilo, von daher. Oh, ein bisschen was bekommen wir schon los, gerade die Klamotten sind halt echt alle... Oh, das ist viel wert, 342, aber... Ach ja, das ist ja meine Rüstung, Rüstung des Ritters Geralt von Riva, scheiße, Mann. Das ist mit dem Rest, den ich an ihn verkauft habe. Aber ich, also... Das war jetzt keine Ritter, also keine, da stand nichts von Geralt da, ne? Weil, das muss ich natürlich behalten, mein Name da steht. Das heißt, das verkauft man nicht. Ich weiß gar nicht, können wir Rüstungen ausstellen oder können wir nur Schwerter ausstellen in unserem Haus? Wenn wir Rüstungen ausstellen können, dann würde ich das natürlich ausstellen. Also behalten wir auf jeden Fall, so oder so. Deswegen ist es erstmal egal. 308, 9 Kilo. 475, 307, 9 Kilo. Der Drachen, ach ne, der Rechenmeister, genau, macht mehr Schaden, aber ist halt sonst ziemlich scheiße. Ah, muss ich eigentlich auch ausstellen in meinem Haus, aber ich habe gar nicht so viele Plätze, glaube ich. Aber trotzdem behalte ich das erstmal. Gera von Rivald Schild behalten wir natürlich auch, logisch. Stahlwaffe. Hätte mal Mutner Stahlschwert, das ist halt schon ziemlich kacke, aber das behalten wir trotzdem wegen dem Set natürlich. Also gibt es jetzt da erstmal nichts mehr zu verkaufen, können wir auch die Rüstung hier noch verkaufen. Ach so, nicht mehr genug Geld, na gut.
Das Färbemittel macht halt einfach nur Kohle und kein Gewicht weg. Ich glaube, wir können ja auch sonst nichts weiter an ihn verkaufen, ne? Halt! Die Sachen vom Pferd. Oh, 5 Kilo, wichtig. Ja, die Krone wollen wir nicht verkaufen. Macht halt auch so gut wie kein Gewicht. Aber wenigstens ein bisschen was. Das Färbemittel ist nämlich gewichtslos. Okay, sind alle zu viel wert. Was wollte ich jetzt noch machen? Genau, ich wollte mir noch mal das Schild angucken. Bist du? Also mein Schwert. Weil es ist dreifach gesockelt, das ist mein eigenes Schwert, das ist schon irgendwie cool, ne? Ach man, warum muss es denn so viele verdammt geile Waffen gerade geben? Das nervt mich. Das nervt mich, ja, das Deutsch. Oh, fuck, was mache ich denn, ey? Das ist echt schwer. Das ist halt mein eigenes Schwert, verdammt. 150 Rüstungsdurchbohrungen. 50% kritischer Trefferbonus. Ich könnte es halt noch sockeln. Was könnte ich denn für Sockel draufhauen? Was habe ich denn da gerade Geiles? Adrenalingewinn ist Rotz. 5% Chance auf Vergiften. 5% Chance auf Betäuben. 5% Chance auf Einfrieren. Also ich habe schon ein paar geile Sachen. Also ich könnte ich mit 3x5% sockeln. Das heißt, ich könnte zum Beispiel 10% Vergiften geben und 5% Betäuben. Wäre schon nicht ganz schlecht. Das ist echt. Ich glaube, ich muss. Ist Iris nicht die Waffe gewesen, die wir aus dem See rausgeholt haben? War das das Schwert? Das ist das Schwert aus dem See? Bin mir gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube. Ist halt auch wieder ein Schwert, was wir nicht verkaufen können. Das ist die Frage: Nehme ich jetzt lieber meins? Ich glaube, ich nehme meins und zocke das jetzt so. Oder nehme ich Vergiften? Wir haben ja nur. Ein Frenn hätten wir noch. Ich überlege gerade, ob ich. Ja, ich glaube, ich will die 10% vergiften. Ich würde auch 15% nehmen, aber habe ich halt nicht. So, und jetzt einfrieren oder betäuben? Ich glaube, betäuben ist besser. Wie geil das aussieht mit den Runen drauf. Ah. Okay, jetzt nehmen wir wieder das Schwert, was soll's. Ah, krass, was für ein... Ich weiß nicht, wie dieser Bogen heißt, wo man seine Hand reinsteckt, aber da ist ja riesig, dieser Bogen. Das ist ja krass. Das sieht schon geil aus, das Schwert, kann man nicht anders sagen. Freue mich auf den ersten Kampf damit. Jetzt haben wir aber genügend Zeit verplempert. Gehen wir mal das Quest abschließen. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mich auf Belgard um die Probleme gekümmert. Das Weingut müsste jetzt in brauchbarem Zustand sein. Wunderbar. Somit übertrage ich dir, Kraft meines Amtes, das Recht auf das Belgard-Weingut und vertraue darauf, dass du das Anwesen und seine Ressourcen gut nutzt. Vortrefflich! Ah, ich kann die reifen Trauben schon fast riechen. Das werden wir dir nicht vergessen. Hier, dein Lohn. Aber das ist noch nicht alles. Komm uns bald besuchen. Wir haben eine Überraschung für dich. Mach ich. Bis dann. Warte 3 Tage und geh dann zu Liam und Mathilda. Aber was soll denn immer dieses Wasser so lange? Oh, die haben aber geiles Essen hier aufgefahren. Sehr geil. Da würde ich auch gerne mitnaschen. Ja, jetzt muss man wieder 3 Tage warten. Das heißt natürlich, dass wir jetzt irgendwas anderes machen müssen in der Zeit. Ich habe mir überlegt, ob man vielleicht erstmal die Orte noch aufdecken, die wir noch nicht aufgedeckt haben. Das sind ja jetzt nur noch 2, damit wir wenigstens mal alle Nebenquests gesammelt haben und auch wissen, wo überall die Fragezeichen sind. Die Fragezeichen tauchen logischerweise dann nur hier in dem Gebiet auf. Aber ich glaube, das mache ich jetzt, ne? Weil, ja, ich die erstmal aufdecken will. Das heißt, ich werde mich jetzt hierhin teleportieren, also schnell reisen, dann werde ich das Fragezeichen mitnehmen und dann decke ich das hier erstmal auf. Das ist jetzt der Plan. Dann können wir nämlich besser einschätzen, wo wir als nächstes hingehen, also wie weit die einzelnen Quests entfernt sind und
wo noch ein paar Fragezeichen auftauchen werden. Was geht hier vor? Sonst haben wir ja nur noch Nebenquests, die wir jetzt gerade nicht so verfolgen. Aktiv, wie halt dieses Quint-Quest und sowas. Ich weiß gar nicht, ob das jemals... Ob ich das jemals abschließen werde, weil... Unser skellige Deck ist immer noch so miserabel schlecht, dass ich mir nicht vorstellen kann, damit ein Turnier zu gewinnen. Oh, ich kann mir plötzlich nicht rufen, verdammt. Habe ich beim letzten Mal nicht irgendwas gemacht, damit es dann wieder ging? War das irgendwie so? Ne? Oh, es ist so weit. Ach, ich laufe in die falsche Richtung, sehe ich gerade. 400 Schritt, fuck. Freunde, ich weiß, ihr wollt sehen, wie ich reite. Ich würde auch super gerne reiten, aber... Fällt mir ein, komplett querfeld ein, geht ja gar nicht, weil dann irgendwann Wasser kommt. Aber wir laufen genau auf die Brücke zu. Geht nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es hat irgendwas mit dem Schnellreisen zu tun. Manchmal ist es dann irgendwie buggy und man kann halt einfach plötzlich nicht mehr rufen. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich glaube, Wölfe verfolgen mich. Ja. Naja, da müssen wir halt mal laufen. Ist doch auch schön. So können wir mal in Ruhe hier den Sonnenuntergang genießen. Hatten wir schon unter die Brücke geguckt, ob es da irgendwas Cooles gibt. Manchmal verstecken da irgendwelche Muggler oder so Sachen. Aber das war wahrscheinlich mehr in Nubi gerade der Fall als hier. In Toussaint, das sind natürlich alle gut. Da gibt es ja auch so viele fahrende Ritter, die ganzen Probleme erledigen. Oder von mir gerettet werden müssen. Geiler Sonnenuntergang, was geht? Ach, es wäre jetzt geil, wenn wir da in dieser Ruine wären, in dem Gefängnis da. Das sieht auch so geil aus. Oh, das Wasser und alles. Das erinnert mich immer an Herr der Ringe. Herr der Ringe, die Gefährten. Da gibt es da auch diesen Durchgang, wo die zwei riesengroßen Steinstatuen stehen. Die fehlen hier natürlich, diese großen Steinstatuen, aber der Durchgang ist so ähnlich. Das ist, glaube ich, der Chef von der Hanse, oder? Haftbefehl! Übereinstimmung mit Artikel 161 des Herzoglichen Kodex verspricht der Generalstaatsanwalt der Stadt Beauclair demjenigen eine Belohnung, der Philibert von Wittern alias Vierfinger vor Gericht bringt oder seinen Tod nachweisen kann. War das der Chef von der Hanse? Ich glaube nicht. Was haben wir hier? Bewachter Schatz. Feinde, Dogs, Chums, irgendwann. Ne, verlassene Stelle. Städte. Ach, Banditen. Welche letzten Worte. Zum relativ hohen Level und wir benutzen das erste Mal Geralts Schild, fällt mir gerade ein. Oh, scheiße. Schön ins Wasser gefallen. Ach, und im Kampfmodus kann ich mich nicht hochziehen. Ey, das ist so dumm. Was soll ich denn jetzt machen, Freunde? Ich würde ja gerne gegen euch kämpfen. Muss hier erstmal irgendwie... Oh, schön. Und die schießen auf mich, während ich hier bin, oder was? Hallo! Alter, jetzt muss ich wegschwimmen. Das geht nicht anders. Werde aber... Was? Wie kann denn der unter Wasser... Was ist denn jetzt los? Was war das denn? Die kämpfen einfach unter Wasser weiter, indem sie unter Wasser laufen. Boah, ey, so bin ich ja noch nie gestorben. Das war jetzt krass. Oh Gott, wann habe ich das letzte Mal gespeichert? Oh, Freunde. Was war denn das? Also erstmal geil, dass die Bogenschützen... Ich meine, die haben alles richtig gemacht, dass die Bogenschützen auf mich ballern, während ich mich nicht wehren kann. Das war schon mal richtig cool. Aber am allergeilsten war wirklich, dass die Spinner da... einfach unter Wasser laufen und kämpfen können. Was ist denn der Scheiß? Also das ist ja wohl absoluter Schwachsinn gewesen. So, ich stehe genau hier. Das ist schön. Ich glaube... Boah, lass mich in Ruhe. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, lass es erstmal Tag werden, weil das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack hier. Dass es so dunkel ist. Also dieses Zwielicht nervt einfach mega, deswegen. Wir sind nicht mehr im Kampf. Wir sind nicht mehr im Kampf. Hammer's, na endlich. So. Das ist ja schon deutlich angenehmer.
Jetzt gibt's aufs Maul. Und da ich gerade mal durch Zufall wieder dran denke, können wir auch das Öl der Ertränkten ranhauen. Gegen Humanoide und Beste. Genau. So. Dann kommt mal her, jetzt gibt's richtig Geschnitzel, meine Freunde. Meine Freunde, ich kann nicht mehr reden heute, egal. Gibt trotzdem Geschnitzel. Keine Ahnung, ich glaube, das ist dieser Effekt, den wir auslösen durch durch diese Mutagene. Ich glaube, da klauen wir halt immer Leben, wenn wir einen umbringen. Ach nee, Quatsch, das ist der Set-Effekt, glaube ich. Das müsste der Effekt vom Set sein, ne? Das Töten von Gegnern regeneriert die Vitalität mit jedem getragenen Set-Gegenstand um 1%. Das heißt um 4%, ja. Alles klar. Merkt man halt gar nicht. Das ist halt so wenig, 4%. Das ist halt gar nichts, aber... Peinlich. Das ist peinlich. Also 4% merkt man halt gar nicht. Also ich versuche mal darauf zu achten, wenn ich einen umgebracht habe, wie dann meine Energieleiste steigt, aber... Ich sehe halt keinen Unterschied. 4% ist einfach so verdammt wenig. Ich meine, selbst wenn das Set voll wäre, wären das gerade mal 6%, was halt echt klar, es ist besser als nichts, logischerweise. Auch 1% ist besser als nichts, aber es ist halt echt nicht viel. Also ich denke, so 10%, so ab 10% wird halt wirklich interessant. Ich nehme auch 6% oder wie jetzt in dem Fall 4% mit, aber... Oh, fuck. Ja, jetzt muss ich wieder eine Stunde warten. Oh nein, da trifft mich sogar noch einer. Unglaublich, wie weit kann denn der schießen mit seinem Bogen? Dann war ich in der Bewegung. Das war gerade peinlich, dass ich gestorben bin. Ich war zu sehr abgelenkt. Darf gegen solche Gegner natürlich niemals passieren. Ich meine, wir machen erstmal komplett volle Energie. So. Was? Dörrobst? Warum liegt denn das? Was? Was? Da müsste doch eigentlich... Ach so, ich weiß warum. Na, ist egal. Wir müssen da wieder Rafa hin tun. Okay, jetzt machen wir noch das Gift drauf. Jetzt speichern wir nochmal und dann machen wir sie platt. Ja, das ist immer die Energie, die abgezogen wird am Ende, wenn die sterben. Da gibt es dann so einen kleinen Moment, wo die Zeit... Wie laufe ich denn? So einen kleinen Moment, wo die Zeit verlangsamt wird und halt dieses grüne Absaugen irgendwie. Das sieht eigentlich immer ganz geil aus. Ja, diesmal heile ich mich vielleicht auch mal wieder. Oh, das war ein direkter Tod gerade. Und jetzt soll Blut fließen. Ach, wieder ein direkter Tod. Es ist geil, wenn man die dann so aufschlitzt. Und dann gibt es halt diese... Das ist generell einfach eine geile Animation, wenn man die umbringt, durch diese ganz kurze Verlangsamung der Zeit. Halt nicht so langsam, dass es nervig wird, sondern wirklich nur ganz kurz und dann saugt das diese grüne Energie so ab. Das ist geil gemacht. Und wie gesagt, vor allem wenn dann halt noch so ein Gliedmaßen dabei weggeschrubbt wird. Sehr geil. Sehr geil. Ich mag es auch mit meinem neuen Schwert zu kämpfen. Ja, das kennen wir schon, du meditierst eine Stunde. Oder tagelang, stundenlang. Diesmal darf ich nicht vergessen zu gucken, wo der Leichenwagen ist. Bist du deswegen so arm? Endlich kann ich in Frieden trinken. Auf deine Gesundheit, Hexer. Oh, Befehle. Moment, ich muss mein Handy mal lautlos machen, fällt mir gerade auf. Befehle notiert auf einem Stück Schweinshaut. Der Auftrag ist einfach. Ihr durchkämmt die Lagerhäuser an den Freien Docks. Ihr nehmt alle Viktualien mit, die ihr kriegen könnt und kommt to Sweet zurück. Ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, sorry. Obacht, dort treiben sich jede Menge Knappen und Wachen der allerstinkendsten Wachtel herum. Philibert.
Na, jetzt sind die fetten Wachen wieder da mit ihren Piken, aber... Vorher nicht. So, also ich kann keinen Leichenwagen entdecken. Den Arsch muss man sich ja doch aufreißen. Hallo. Tagediebe, Halunken, Brückeberger, Faul. Also scheint es doch nicht jedes Mal so einen Leichenwagen zu geben, gut zu wissen. Ach, die Zwiebelbande, wie immer. Das heißt wie immer, schon wieder. Nicht wie immer, weil immer ist es nicht, aber... Kommt sehr oft vor. Gut. Bei den Lungen Majorans. Oh nein, schon wieder so ein Flüchtling aus dem Norden. Warum bist du hier? Du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber ich hab dir gerade den Arsch gerettet. Ja, ja, aber sicher nicht ohne Belohnung im Sinn. Wetten? Ich kenne euch doch. Na klar, und zwar eure gesammelten Almosen. Aber erst würde ich mir gern deine Waren ansehen, wenn ich darf. Na schön. Aber nichts anfassen. Und du berappst den vollen Preis. Verstanden? Der ist ja richtig freundlich. Nordlinge, was stört dich so an ihnen? Abgesehen davon, dass sie allesamt Diebe, Lügner und Schmarotzer sind? Gar nichts. Aha, Rassist also. Zeig mir deine Waren. Ich fasse auch nichts an. Ah, oh, 10.000, der hat wenigstens Fettkohle. Sehr geil, ich will eh nichts von ihr kaufen, ich will einfach nur verkaufen. Fräulein. So, Neumondrüstung, weg damit. Müssen wir behalten, den Rechenmeister. Stahl müssen wir behalten. Geil, wir können die Sachen nicht verkaufen, oder ich will sie nicht verkaufen, aber wir können die Färbemittel loswerden. Ich verstehe nicht, warum die so viel wert sind. So. Dann noch den Schmuck loswerden. Jetzt haben wir wieder über 50.000. Sehr, sehr geil. Ja, das war's dann eigentlich schon mal verkaufen können. Schade, gerade wenn man natürlich... Und wir haben echt noch so viel Gewicht. Fuck, Mann, was ist denn da los? Was wiegt denn hier so viel? 103 Kilo? Hä? Okay, wenn wir ganz, ganz von vorne. Also, das Ding wiegt 11 Kilo. 2,38, also 13. Runden wir auf 3 auf, 16. 20 Kilo. Okay, das sind 20 Kilo. Wiegen die Sachen was? Ja, die wiegen auch was, okay. Ich glaube, dann sollte man da erstmal die kleine Scheiße verkaufen, weil die brauche ich eh nie. Das sind schon mal 1519 Kronen, weil ich davon 31 habe und eine wiegt ja auch 32. Das heißt, das sind auch schon 10, das sind auch schon über 9 Kilo. Weg damit. Ach nee, Quatsch, 0, irgendwas. Oder? Na, ist egal, trotzdem können wir das mal loswerden. Nee, wobei. Erstmal will ich ja Gewicht loswerden. Was wiegt denn hier so viel? Okay, können wir eh nichts verkaufen, egal. Können wir eh nichts verkaufen, egal. So, hier können wir... Das wiegt ja auch alles nichts. Das können wir auch alles nicht verkaufen, ist also auch egal. Handwerk. Aber waren die Handwerkssachen nicht gewichtslos? Ja, die wiegen alle nichts. Hä? Wie komme ich denn auf 103 Kilo? Sind die Klamotten, die ich anhabe, so schwer? Ich raff's echt nicht. Na, dann können wir jetzt auch erstmal den Schrott da verkaufen. Fällt mir ein, der noch gar nicht repariert. Halt. Ja, verkaufen einfach die ganzen kleinen Dinger. Da kriegen wir auch wieder ein bisschen Platz. Kohle bringen die ja mittlerweile auch, weil wir so viele haben. Ach, das war's. Okay. Ja, macht nichts. Kohle haben wir bekommen. Ich verstehe nicht so richtig, warum wir so schwer sind. Ist aber auch egal. Ich muss los. Hab komplett die Zeit verpasst. Deswegen liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschüss.